Ja, Leute, willkommen damit zurück zu Tabs. Letztes Mal haben wir aufgehört und wir haben hier die Armee der Sensenmänner. Ich nehme wieder meine altbekannten Vampir-Armee. Und wahrscheinlich wird mein Computer gleich ordentlichst in die Knie gehen, weil zu viele FPS sind und keine Ahnung was. Greift an, meine Armee der Untoten. Und was macht der hier? Die haben irgendwie alle samt, raffen die nicht, was sie sind. Irgendwie haben einen Turnunterricht nicht so sonderlich aufgepasst. Ja, da wird gesaugt. Da wird gesaugt. Alter. Hängen gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vampire auf einem einzigen. Ich glaube, ja. Kommen noch mehr. Hier der kleine Nachzügler. Der kleine Bob. Der hat immer früher so ein bisschen Schieflage gehabt. Das reicht nicht. Komm. Okay, Leute, Moment. Hör mal auf zu saugen. Alter. Moin. So. Entschuldige für die Erbrechung, Leute. Wir haben gewonnen. Und was um alles in der Welt haben wir hier? Die Obliten. Ich sag wieder Vampire. Vampire sind meine neue Lieblingseinheit. Muss man auch nicht sonderlich aufstellen, weil die fliegen ja sowieso. Ich liebe Vampire. Sieht irgendwie nicht... Was zum... Mein Helden Griechenlands gegen die Untotenarmee. Also, Untoten, in Anführungszeichen. Aber hier das. Komm, wo ist denn. Komm. Schön saugen. Ja. Was ist das? Kann ich einen Vampir nehmen? Nee, aber was kann ich? Sag mal ein Farmer, ich habe keine Ahnung, ob der halbwegs gut ist gegen den, was auch immer der ist. Also, na? Komm, schlag zu. Hat der ihm mit den Fuß gestochen und der ist tot? Erbärmlich. Ein Ritter. Komm, der kann das doch. Der kann... Der kriegt das hin. Ich meine, der ist ein Ritter. Oder auch nicht. Warte mal, der gehört ja zur Sarissa. Komm. Die Form ein wunderschönes X. Ah, Mann. Verdammt. Ich baller den einfach über einen Haufen. So sieht's aus. Na, schieß. Schieß. Geht doch. Ach, ja. Ein König gegen und seine Armee aus allen Dynastien. Was ist das Wordcast überhaupt? Das hört sich interessant an und dann... Ein paar Vampire. Ja. Die schmeißen mit Schwertern, das ist cool. Ja, keine Ahnung. Ich wollte einen Vampir steuern. Aber auch geschafft. Also, Vampire sind verdammt stark. Ach du Scheiße. Ein Ritter und ganz viele Kleriker. Oh. Vampire. Ich meine, die haben keine Chance.
Wir haben absolut keine Chance. Ja, hier. Nix. Nix gibt's hier. Wir rushen hier durch. Oh, wieder im Norden. Wieder ein König. Falsch. Und ein Vampir. Na, komm, komm. Alter, wie viel... Die ballern aber schwer daraus. Ach, wieder sowas. Gut, da gucken. Squire vs. Squire. So. Komm. Ja, gut. Das lief jetzt so semi-gut. Ey, Kumpel, komm mal her. Komm her. Roter Ritter gegen blauer Ritter. Und... Naja. Komm. Hat daneben geschlagen. Oder? Alter, hat der... Was hat der denn für große Augen? Sauber. Sauber. So. Also ich muss die Ladezeiten definitiv rausschneiden. Das dauert zu lang. Wir haben wieder Barden. Und ich habe Vampire. Oh, nein, 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 nein. Ah, sehr gut. Gut, ich würde sagen, das ist das letzte Level und, ja. Ich gehe auf Vampire. Die können vor allem nicht getroffen werden. Also fast nicht. Beißen die das Holz? Saugen die das Holz aus? Ja, das sind belgische Vampire, die fressen alles. So. Leute. Und, ne? Hä? Okay, wir haben eine interessante Karte. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Sind die da? Sag nicht, die sind hier drin. Gut, Leute, aber wir werden das sowieso in der nächsten Folge spielen. Ja. Sind alle hier drin. Was haben wir so? Wölfe oder sowas sein sollen. Traumfänger. Noch mehr Wölfe. Feuer. Gut. Gut, aber ich würde sagen, wir spielen das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich hier fürs Zusehen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann ciao.